Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. In der letzten Folge haben wir eine der Sternenfestungen infiltriert und diese Missionen bestehen immer aus zwei Teilen. Wir haben jetzt auch hier noch Kampf um die Sterne. Da wird uns gesagt, wir sollen über die Gefährten und Kontakte auf Allianzmeldungen zugreifen. Das können wir uns mal anschauen und ihr seht hier schon Meldungen von diversen Angehörigen von uns. Genau, und da seht ihr auch hier Horst zum Beispiel, der Widerstand oder der Doktor, der möchte hier was haben. Wir schließen das Ganze jetzt mal auf Alderaan ab, der Widerstand. Wir haben nämlich auch die Sternfestung in Alderaan angegriffen. Und dann würde ich sagen, machen wir das einmal, zur Meldungsposition reisen. Und dann gucken wir mal, ob sich das hier gleich aktualisiert. Müsste es aber eigentlich machen. Und ja, dann gucken wir uns mal so einen Bunker auf der Planetenoberfläche in Alderaan an, der zur Sternenfestung gehört. Wenn wir den infiltriert haben und abgeschlossen haben, dann müsste eigentlich die Sternenfestung auch zerstört sein. Ja, so ist zumindest der Plan. Und ja, die ganzen anderen Meldungen habe ich so jetzt persönlich noch nicht gespielt. Es gibt ja auch welche, die jetzt nicht unbedingt was mit der Sternenfestung zu tun haben, sondern einfach den Fortschritt für die bestimmten Abteilungen vielleicht nochmal voranbringen. Ja, können wir uns vielleicht mal die ein oder andere auch anschauen. Ich würde sagen, dass wir uns nach den Sternenfestungen erstmal wieder der Hauptquest widmen und dann kann man da immer noch mal reinschauen. Ja, laden tut er hier auch gerade ziemlich lange. Ich weiß gar nicht, warum das manchmal so unterschiedlich ist. Mal lädt er relativ schnell, mal dauert es. Ja, frag mich nicht warum. Naja, schön auf jeden Fall mal wieder auf Alderaan zu sein. So sieht man die alten Planeten dann immer mal wieder. So, da ist der Widerstandskämpfer Shosa Rabat. Mit dem müssen wir jetzt erstmal sprechen. Vom Jedi-Orden. So, dient der gesamte Jedi-Orden der Allianz oder nur ihr? Und der einzige Sieger war Sakul. 12 Jahre, ihr habt noch mehr verpasst als ich, Mensch. Ja, die Adelshäuser sind feindseliger denn je, denn Sakul heizt hier den Bürgerkrieg weiterhin an. Vielleicht bringen sich diese nutzlosen Adeligen ja alle gegenseitig um, Problem gelöst. Alderaans Anführer sind für diesen Konflikt verantwortlich, nicht Sakul. Der Bürgerkrieg existierte schon lange vor der Ankunft des ewigen Imperiums. Wir sagen das hier einfach mal. Der ist natürlich dagegen. Ja, wir sollen erstmal diesen Schildgenerator ausschalten. Das machen wir natürlich. Oh, und sehr schön. Wir bekommen hier weitere Ausrüstungsgegenstände. Wir bekommen alle Kisten sogar. Sehr cool. Wir nehmen mal hier die MK5 Defensivtruhe. Und ja, untersuchen den Schildbunker. So, wo müssen wir denn hin?
Da auf die Ecke. Ist gar nicht so weit weg. Ja, schön, dass wir hier schon alles entdeckt haben. Dafür haben wir gesorgt im Let's Play, dass immer die Karten schon aufgedeckt sind. Also wir nutzen hier vorne erstmal das Makro-Fernglas wieder und schauen uns den Bunker mal von der Ferne aus an. Dort hinten ist er. Ich kümmere mich darum. Schalte den Sakul-Transmitter aus. Ja, und ihr seht schon, dieser Bunker versorgt halt oben die Sternenfestung. Die kann man hier leider nicht sehen. Ja, versorgt die halt mit Schilden und was weiß ich was alles. Wir schalten jetzt erstmal diesen Sakul-Transmitter hier aus. Da kommt natürlich direkt wieder Feinde auf uns zu. Aber solange es nur so ein einzelner Kampfläufer ist, sollte das auch kein Problem darstellen. Vielmehr sind die Wachen hier vor dem Bunker ein Problem. Das sind nämlich Diamantwachen. Da müssen wir mal gucken, wie wir an denen vorbeikommen. Da gibt es nämlich auch eine Möglichkeit. Sprich mit Shosa Rabat. Wir können uns das Ganze nochmal kurz aus der Nähe anschauen. Genau, da gibt es hier nämlich diese automatischen Blasterkanonen. Die sind dann doch schon ein bisschen heftiger. Und vor allen Dingen gleich zwei Stück von denen. Wir müssen jetzt erstmal wieder zu dem Außenposten hoch und nochmal mit Shosa sprechen. Moin moin. So, wir können uns vielleicht auch noch mal kurz die Briefe hier anschauen. Sanaway. Commander, heute kam es in der Enklave zu einem Disput, der sich um Valkorion drehte. Lord Gaius machte den Imperator für die momentanen Probleme der Sith verantwortlich, während Akolyt Leta die Meinung vertrat, dass er nur ihren Wert auf die Probe gestellt hat und dass all das verursachte Leid Teil seiner Vision für die Galaxis ist. Der Streit fand ein Ende, aber er brachte eine überraschende Parallele zwischen Voss und dem ewigen Imperium zum Vorschein. Valkorion setzte Machtsensitive ein, um das Volk zu leiten und verließ sich auf die Visionen der Erben, um den Kurs der Gesellschaft von Sakul zu bestimmen. Das erinnert mich an die Mystiker, die Kultur der Voss drehte sich um unsere Visionen. Wie Valkorion ignorieren wir die Lehren von Fremden und halten uns für die Auserwählten. Dieser Gedanke ist verstörend, Gefühle haben unter Fakten seinen Platz, aber der Vergleich beunruhigt mich. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn mit den anderen Mystikern teilen werde, aber angesichts eurer besonderen Beziehung zu Valkorion wollte ich, dass ihr davon erfahrt. So, und der Doktor schreibt uns auch nochmal. Commander, ich habe mich an Forschungskonzerne mit innovativen Produkten gewandt, die die neuesten Fortschritte der Technik demonstrieren. Keine einfache Aufgabe, da sich viele Unternehmen bereits im ersten Kriegsjahr an das ewige Imperium verkauft haben. Kurzsichtige Opportunisten. Aber meine Bemühungen haben Ergebnisse erzielt, nachdem Rasmus Bliss die Sache mit CZ198 in den Sand gesetzt hatte. Hatte ich die Cherka Corporation bereits von meiner Liste genommen. Ehrlich gesagt finde ich die Projekte öde und langweilig, dann habe ich mich daran erinnert, dass Bliss eine Tochter hat, Fiora. Auch wenn ihr Vater ein zwanghafter Ja-Sager war, ist Fiora eine begabte Künstlerin mit einer Vorliebe für biologische Waffen. Sie hat zugestimmt, unsere Sache zu unterstützen, aber nur von den Annehmlichkeiten ihres persönlichen Labors aus. Das ist ein großer Tag für die Wissenschaft und für die Allianz natürlich. Und nebenbei bemerkt, sie hat ihre Abschlussarbeit über die Auswirkungen der Carbonitgefrierung geschrieben. Vielleicht kann sie mal ein paar Tests an euch durchführen, natürlich nur minimalinvasiv. Denkt darüber nach. Ja, gut, wir schnacken wieder mit Shosa. Okay. Einige Adelshäuser helfen uns bei dem Angriff. Ja, wir haben bewiesen, dass Sakul nicht unbesiegbar ist.
Ja, es ist an der Zeit, die Sache zu Ende zu bringen, um diesen Schildgenerator zu zerstören. Ja, wir teilen uns auf, um die Vorräte zu beschaffen, die wir hier für den Angriff brauchen. Alles klar. So, liefere Vorratskisten bei Shosarabad ab. Ja, das können wir natürlich machen. Wieder eine Belohnung. Weiß ich gar nicht. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal hier die Schmuggelware. Oder nee, nehmen wir mal die Militärausrüstung. So, 5 Stück sollen wir bei Shosarabad abliefern. So, wie läuft die Suche? Ja, wir haben natürlich schon mehr als 6 Vorratskisten wieder. Wir können jetzt hier auch noch Heldenmissionen starten, um Vorratskisten zu sichern, aber wir haben ja welche. So, Militärausrüstung. Alles klar. Ja, wissen wir. Auch dafür werden die Kisten jetzt halt hier benötigt. So, wir überspringen das mal ganz kurz. Alte Artefakte. Und dann nehmen wir nochmal Schmuggelware. So, begebt euch zum Schildgenerator und durchbrecht die äußeren Mauern. Wir treffen uns im Inneren. So, Einflussstufe bei Shosarabad hat sich auf Stufe 10 erhöht. Gut, Leute, und wir sollen uns jetzt hier aufmachen, wieder zurück zum Bunker. Betritt den Schildbunker. Wir haben hier einen Orbitalschlag, den wir anfordern können. Und damit können wir eben auch die Blasterkanonen, die wir eben draußen vor dem Bunker gesehen haben, ausschalten. Und so kommen wir dann ganz einfach an diesem vorbei, weil sie nicht mehr existieren. Und wir können im Bunker Unruhe stiften. Ja, das machen wir dann gleich mal. Was haben wir hier noch Schönes? Da haben wir sogar für die Kisten, die wir jetzt nochmal abgegeben haben, haben wir hier nochmal die Kisten bekommen. Die machen wir dann nachher mal auf. Macht ja jetzt nicht so viel Sinn gerade. Und auch die Kiste haben wir durch eine Belohnung hier bekommen. Ihr seht schon, also da kriegen wir eigentlich ganz gut Kisten raus hier für solche Sachen. Da können wir nochmal kurz reingucken, was wir da so Schönes drin haben. 208, ja, brauchen wir leider überhaupt nicht. Können wir mal zerlegen, genau wie die beiden Sachen hier. So, da kriegen wir ordentlich Materialien zumindest raus. Gut, dann fangen wir mal an und ordnen hier den Orbitalschlag an. So ein bisschen näher ran. Jo. So, wir warten kurz. So, die beiden sind ausgeschaltet. So kommen wir jetzt dran vorbei. Und können uns ja aufmachen in den Bunker. Auf in die Ebene 2. Da ist Shosa auch schon und wartet. Gut, wir gehen zusammen. Wir haben jetzt Shosa dabei. Der hat auch ein Lichtschwert, cool. Ach ja, ist auch ein Jedi, ne? Vom Jedi-Orden. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, weil er nicht so danach aussieht. Als wäre er machtsensitiv. Schade. Hier mit netten Kriegsdruiden, die nehmen wir auch mal auseinander und versetzen ihn in seine Einzelteile. Nein, wir scheitern auch nicht, keine Sorge.
aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Das könnte sonst böse für uns enden. So, da hinten wartet ein... Was ist das? Eine Kommandoeinheit auf uns. Der passt ja auf den Schildgenerator aus. So, der hält gut was aus, deswegen nutzen wir hier mal den Heldenmoment, um ein bisschen Schaden hier rauszuhauen. Na, wo ist er hin? Ich versuche auch immer gerade in solchen Situationen, wo ein Abgrund da ist, so zu stehen, dass falls er uns irgendwie zurückschlägt, dass wir nicht unbedingt in den Abgrund reinfallen, wäre schade. Dann ist man immer instant tot und muss halt nochmal von vorne anfangen. Muss vor allen Dingen auch erstmal wieder hierher kommen. Und die Seite auch nochmal. Dann haben wir ihn jetzt gleich. 5 goldenen Gegner hält er halt ganz gut was aus, finde ich. Flammenwerfer benutzen. Zack. Zerstöre den Schildgenerator. Nichts lieber als das. So, wir überladen den. Und geben Hacken da. Raus hier. Das war's mit dem Bunker. Die Sternfestung ist angreifbar. Ich spreche mit Chosa. Ja. Wenn Sie eine Show wollen, sollen Sie eine haben. Ist ja gut, Chosa. Also er sagt es schon. Sollen zurück nach Odessen und die letzte Planung für den Angriff vorbereiten. So, wieder eine Belohnung. Was haben wir denn hier jetzt an Thron? Lass uns vielleicht nochmal hier Militärausrüstung nehmen. Wo ist sie da? Dann können wir gleich wieder ein paar Kisten abgeben. Starterhelden 2, die Sternenfestung, sprich mit Lieutenant Marklo. Wir nutzen hier wieder den Prioritätstransport, um zurück nach Odessen zu kommen. Ja, also Sternfestung besteht dann eigentlich aus 3 Phasen. Wenn man die Phase des Schildgenerators hier nochmal als einzelne Phase betrachtet. Genau, und jetzt geht es halt darum, dann wirklich den letzten Angriff auf die Schildfestung zu starten. Wir verkaufen den ganzen Schrott hier. Und dann können wir vielleicht gerade mal die Kisten hier nochmal öffnen. War schon. Ja, wir reden einmal mit Lieutenant Marklo. Willkommen zurück. Es ist alles bereit für einen weiteren Sternenfestung-Angriff. Ihr auch? Wir starten hier natürlich auch wieder den Einzelspielermodus. Also gut, holt sie euch, Commander. So, schließe Einzelspieler die Sternenfestung ab. Würde ich sagen, dass wir dann auch vielleicht nochmal wieder Alderaan nehmen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, würde ich sagen.
Genau, ich glaube, wir müssen dann gleich nochmal mit ihm sprechen. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge nochmal der Sternfestung widmen. Seid gespannt, wie es weitergeht. Ich bin's auch. Bis dahin.